Danke, Mora. Dafür bekommst du auch etwas von mir. Wir werden es ja sehen. Dieser Hund. Wir sollten gar nicht hier sein. So. Jetzt geh links, nicht über die Brücke. Ja. Da oben ist ein Bahnhof. Jo. Und hier sind... Oh. Was war... Was ist die Musik? Musik. Ja, das war die Nachtmusik von Trelis. Und da war jetzt gerade voll der Soundbug. Und die Musik kam erst, als du raus warst. Oh, eine Kacke. Aber wenn du jetzt wieder reingehst, dann müsste sie wieder laufen. Denn es gibt wieder einen anderen Bug. Und zwar der... Guck mal hier, ist immer noch Nachtmusik, obwohl es Tag ist. Mhm. Auch so ein blöder Bug. War echt Quark. So, ihr fucking Bauern, gebt mir euer ganzes Geld oder ich schlitze euer Schweine auf. Okay, das mache ich sowieso, aber egal. So. Avogadro. Los. Nein, bitte. Tu mir nichts. Ich bin's nicht gewesen. Komm, bleib ruhig, Garderobe. Avogadro meine ich. Entspann dich. Ich will mich nur mal umsehen. Ja, Innos sei Dank. Und ich dachte schon... Innos sei Dank. Du bist kein Bauer. Du bist ein entflohener Alchemist. Du hast für die Orks in Trelis gearbeitet. Verrate mich nicht, bitte. Ich gebe dir auch all mein Gold. Aber sag niemandem, dass ich mich hier versteckt halte, ja? Tja, jetzt hast du wieder die Entscheidung. Warum bist du überhaupt aus Trelis geflohen? Ach, kannst du dir vorstellen, wie die Orks einen behandeln, wenn man kein Kämpfer ist? Ständig wird man herumgeschubst und gedemütigt. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Hast du gerade was von Gold gesagt? Ich gebe dir 150 Goldmünzen, wenn du mich in Ruhe lässt. Das ist alles, was ich habe. Ich krieg ja eigentlich mehr Erfahrung, wenn ich ihn jetzt zurückschicke, oder? Ich weiß nicht, du kriegst auf jeden Fall mehr Ruf in Trelis, wenn du ihn zurückschickst. Ja, mach ich mal. Du gehst zurück nach Trelis, oder ich mach dir Beine. Du bist ein mieser Kopfgeldjäger. Gut. Ich gehe zurück. Aber du solltest besser auf mich Acht geben, dass ich auch heil ankomme, du Schwein. Wo ist hier ein Schwein? Ah, da sind die Schweine. Wartet ihr auf mich? Ja gut, dann rede ich noch eben mit Per. Du siehst nicht aus wie ein Schweinehirte. Du genauso wenig. Was willst du hier? Den Hof hier ausnehmen? Du siehst eher aus wie jemand mit einem lukrativen Nebenverdienst. Ein Dieb. Wenn du das sagst. Schon in der Burg von Trelis gewesen? Die sollen da große Reichtümer versteckt halten. Oho. Wo wird man seine Hehlerware am besten los? Westlich von hier in Nemora gibt's den Dudley. Der kauft dir gestohlene Ware ab. Soll ich das hier auch mal nehmen? Wo gibt's etwas richtig Wertvolles zu holen? Wenn du meinst. Wo gibt es etwas richtig Wertvolles zu holen? Der Schamane Kamak bei der Ausgrabung von Trelis trägt ein Artefakt. Muss wohl so eine Art Kraftquelle sein. Naja, kann nicht verkehrt sein, wenn er das los wird. Wie kann ich ihm das klauen, wenn ich Liebeskunst habe oder was? Tja, oder du metzelst sie einfach für die Rebellen und dann nimmst du es ihm ab. Gut. Ich werde die Burg von Trelis schon noch plündern. Schön. Wenn du das schaffst, werde ich dir vielleicht noch ein paar Tricks zeigen. Na dann, lass dich nicht von den Orks erwischen. Na nein, wenn, dann rede ich mich einfach raus. So. Komm, Garderobe, wir gehen jetzt. Avocado. Hä? Ein Avocado. Ist eigentlich ein Avocado eine Frucht oder ein Gemüse? Avocado ist doch eine Frucht. Ja, also wächst ja auf einem Baum. Wie ein Obst. Aber schmecken tut das, aussehen tut das irgendwie wie ein Gemüse. Google doch mal. Weiß gerade nicht. Komm, lauf, komm, komm, los, komm.
Ja, braver Bursche. Ich bin wieder hier. Bist du jetzt zufrieden? Du wirst es überleben. Mach mir Heiltränke. Mach mir Heiltränke. Ach, so ist das. Jetzt darf ich auch noch für dich arbeiten. Dafür bist du hier. Na, hier hast du ein paar Heiltränke. Wir werden es jetzt Geil. So, und jetzt kannst du mal mit Prank reden. Wo ist der Sack? Ey, du hier. Du hier oben. Weißt du, wo Prank ist? Ach, schade, du stinkst mir zu sehr. So. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Ich habe Avogadro gefunden. Sehr gut. Jetzt bring ihn zurück in sein Labor. Ich fand ihn auf einem der Bauernhöfe. Ach, das ist ja schön für ihn. Maras hat man nichts als Ärger. Avogadro arbeitet wieder in eurem Labor. Fein. Wenn er nochmal ausbüchst, dann werde ich ihn eigenhändig töten. Sehr gut, Morra. Dich kann man losschicken. Mich kann man losschicken. So. Ach, eigentlich hättest du beim Bauernhof erst nochmal mit dem Chef reden sollen, bevor du abhaust. Fällt mir gerade ein. Schnitt. So, Josh. Du siehst aus wie ein starker Kämpfer. Du bist bestimmt der Richtige, der mir bei meinem kleinen Problem mit den Höhlen unter meinem Hof helfen kann. Was ist mit den Höhlen unter deinem Bauernhof? Schon seit Tagen höre ich hier oben so ein furchteinflößendes Grunzen. Ich vermute, dass einige Viecher in den Höhlen unterhalb dieses Felsens hausen. Ich kann nicht mehr ruhig schlafen. Du bist hier der Herr? Die Orks sind die Herren. Sie pressen uns Bauern aus wie reife Früchte. Ich glaube, sie haben uns einfache Leute nur noch nicht getötet, weil sie keine Ahnung von Viehzucht haben. Ohne uns würden sie vermutlich verhungern. Wie läuft's auf deinem Hof? Wenn ich nicht so eine hohe Pacht bezahlen müsste jeden Monat, ging es mir besser. Wie viel Pacht zahlst du den Orks? Sie wollen für jeden Monat 1000 Goldmünzen. Ich habe das Gold zwar zusammen, aber ich habe mich bisher nicht getraut, den Hof zu verlassen. Ich will erst wissen, was da unten mit den Höhlen nicht stimmt. Ich kümmere mich um die grunzenden Viecher in den Höhlen. Rotte die Nester da unten am besten gleich ganz aus. Okay, was sind das für Viecher? Was glaubst du denn wohl? Grunzen? Schweine. Schweine, ja, genau, Schweine. Oder Eber. Skelette. Sind Eber irgendwelche Viecher, die sich in Höhlen verstecken? Wirklich. Ja, dann gucke ich einfach mal. Wo sind diese fucking Höhlen? Sind wir hier runter oder? Da. So. Bin mal gespannt. Wow. Wow. Öffne dich, Hase. Zap. Alles klar. Das war jetzt wirklich mehr als unnötig. Komm, bleib mal geschmeidig, komm. Grunz wirklich irgendwas? Ein fucking Ripper, Junge. Jetzt fragst du dich sicher, wie man da runterkommt, ne? Ich muss hier rumgehen oder sowas. Arme warm. Nein, bleib doch mal. Das bringt nichts. Hallo. Hä? Mach erstmal die Truhe hinter dir auf. Oh. Okay. Oh, ordentlicher Johnny hier. So, und jetzt geh mal die Höhle da entlang. Okay. Hey. Ein Ring. Ja, und jetzt? Jetzt cool? Gehst du da wieder raus und springst runter. Bin ich jetzt cool oder sowas? Was war das denn für ein Ring? Waffenschutzring. Ah, sehr gut, kannst du nehmen. Nehme ich einen Schatz. Ist deine Rüstung mal ein bisschen besser. Yo. Ach, und hier jetzt hier maximal Lebensenergie oder Schutz vor Energie. Oh, maximal Lebensenergie, ein bisschen mehr. Jo. Uiuiui. Jetzt geht er runter. Helebade oder? Helle Bade. Alles klar.
Nein, Süßen. Oha, ohne Fallschaden. Bam, bam. Und auch ich bin auch noch gesund geblieben. Finde ich ja halt echt das. Unfassbar, dass du vorher in den Wäldern von Aukacha so viele Probleme mit dem Biester hattest. Ich weiß auch nicht wieso. Aber heute ist eigentlich ein ganz guter Tag. Ich meine, du bist noch gar nicht so oft gestorben, ne? Kopfjägerarmbrust, hört sich geil an, ja. Und magisches Erz, ja. Ja, ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie ein guter Tag. Du weißt, dass dieser Tag mal gerade 60 Minuten alt ist? Ja. Vor 60 Minuten lief es noch ganz anders, ne? Das ist nicht alles am neuen Tag. Komm ich denn hier raus? Wir haben Ende der furzfucking Welt. Hase, öffne dich! Ich habe jetzt irgendwie so einen Hass auf Hasen. Warum? Wegen dem fucking Zauber, den ich gefällt hab. Nur weil du nicht richtig zielen kannst? Nee, weil ich einfach nur Leertaste gedrückt habe und vergessen habe, dass ich das letztes Mal den Zauber gezückt hab. Ja. Die grunzenden Biester unter deinem Hof sind weg. Da wurde auch Zeit, dass sich endlich jemand darum kümmert. Hier ist die Pacht, die wir noch an die Orks in Trelis zahlen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass du der Richtige bist, sie zu überbringen. Nö, die behalte ich jetzt einfach. Danke, ciao. Sollen wir noch übergeben, oder? Ja. Jetzt kannst du dich eigentlich teleportieren. Oder sollen wir noch erst zum nächsten Bauernhof? Du meinst es ja, da wäre noch einer. Ja, und den dritten Bauernhof noch finden. Wie? Ich dachte, es wären nur drei. Es sind vier. Leck mich doch im Arsch. Was? Hä? Kannst dich teleportieren. Ja, aber dann ja, müssen wir gleich wieder loslaufen zu den anderen Bauernhöfen oder Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Also ich schneide einfach mal. So, jetzt kannst du wieder auf Aufnahme drücken. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich hab schon auf Aufnahme gedrückt. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Lass mich in Ruhe. Ich wollte eigentlich... Hallo. Mach hier keinen Ärger, klar? Was denn? Rechts, Weg, geradeaus, weiter, links. Hier. Nein, links. Oh, jetzt kam gerade wieder Musik. Ja, das ist voll der blöde Bug. Es sind zwei Bugs gleichzeitig. Einmal der Musiksound kommt nicht und Nachtmusik, wenn Tag ist. Hier Richtung Barand oder was? Ja, muss Richtung Barand. Gut. Ich wüsste nicht, wie viele Parts ich beim Suchen von irgendwelchen Objekten... Ah, hier. Verbrauchen würde, das wäre ja... Wäre es der erste, wenn du mit 30 bist, ist vielleicht fertig. Aber mit Kohl redest du als letztes. Dann ist mit Farmen. Oder mit dem Huhn. Sag, Farmen oder Huhn? Ich weiß nicht, wer von den beiden am gesprächigsten ist. Also, das musst du mal nachgucken. Na, Huhn, wie geht's? Ja, finde ich auch. Was willst du auf meinem Hof? Wenn du gekommen bist, die Pacht einzutreiben, vergiss es. Die Rebellen haben hier schon alles ausgeplündert. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Rebellen überfallen harmlose Bürger? Dieses Lumpenpack versteckt sich nur in den Wäldern, weil sie nicht ordentlich arbeiten wollen. Wie willst du dein Tribut an die Orks zahlen, wenn du nichts mehr hast? Die Orks haben momentan andere Sorgen. Wenn du mich fragst, sind die Orks nicht mehr lange in dieser Gegend. Bald werden die Assassinen hier alles übernehmen. Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Die Assassinen wollen Mittelland übernehmen? Ach, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich hier in den letzten Wochen mehr Assassine gesehen als Orks. Nicht weit von hier im Süden beginnt die Wüste Varant. Sieh dir doch selbst an, welche Prachtbauten sie dort errichtet haben. Mir kann keiner weismachen, dass die Orks sie aus reiner Nächstenliebe gewähren lassen. Die Orks haben Angst vor ihnen. Das ist meine Meinung. Scheint dich nicht sonderlich zu stören, dass die Orks hier sind.
Mir ist egal, für welchen Lehnsherrn ich arbeite, König oder Orks. Irgendjemand ist immer Herr von Mittelland. Was ist jetzt mit deiner Pacht? Ich sagte doch schon, die Rebellen haben mich überfallen. Unsinn. Rebellen überfallen Orks oder Söldner der Orks, aber keine Bauern. Tatsächlich. Vor 2 Tagen kamen 3 Rebellen aus dem Westen auf meinen Hof. Der Kopf der Bande hieß Hengley oder so ähnlich. Er hat mit seinen Jungs meinen ganzen Hof auf den Kopf gestellt und alles mitgenommen, was er fand.